und herzlich willkommen zum Upgrade. Hier und hier. Hi. Und ja, das heutige Mittwochs-Update ist eine neue Quest hier in Südhof. Nämlich das verschwundene Mädchen. Und neue Klamotten. Oh ja. Nicht vergessen. Immer die Klamotten. Ja. Aber zuerst machen wir jetzt mal die Quest da hinten, oder? Ja. Gut. Bei Sigrid. Sigrid. Warum hat die einen Weihnachtshut an? Weiß ich nicht, ist Weihnachten oder so. Okay. Mach du mal. Okay. Guten Tag, Jane. Schön, dich wiederzusehen. Du hast nicht zufälligerweise Madison gesehen? Nicht? Ich frage mich, wo sie steckt. Weißt du, es gibt nicht so viele Schule hier im Südhof, okay? Sodass ich ihr momentan Heimunterricht gebe. Mein Sohn Erik ist der Meinung, dass wir sie in eine richtige Schule schicken sollen. Aber als ob mein Unterricht nicht gut genug wäre. Bist du ein Engel und schaust mal, ob du Madison finden kannst? Sie sollte unten bei der Farm sein. Vielen Dank, Jane. Okay. Okay. Hä? Warum leuchtet sie? Wieso fragst du mich? Achso, wir müssen die Leute fragen. Ah. Aber mir hat's da nur eine Mäusefalle. Oh, scheiße, ruckelt das hier hart. Ja, bei mir auch. Ich komm einfach hier. Ich möchte mal stehen. Also, sorry, Leute, es ruckelt so leicht bei mir. Bei mir auch. Erkundige dich bei Erik. Wo ist er? Da. Ah, da. Hi. Noch deine Quest. Ach so. Suchst du nach Madison? Ja. Nee, eigentlich nach meiner. Entschuldige, aber ich kann gerade nicht reden. Ich muss die Kiste hier ordentlich stapeln. Etwas, was Jonas schon längst hätte erledigen sollen. Deswegen Jonas. Keine Ahnung. Weiß. Entschuldige, wenn ich etwas schroff klinge, dann hättest du da nicht mit hineingezogen werden sollen. Kannst du vielleicht später noch einmal vorbeischauen, wenn du Erik mit den Stapeln der Kiste hilfst? Kann er dir vielleicht Madison helfen. Really? Okay. Die Kisten sind da hinten. Hi, Kisten. Ich darf da absteigen. Nee, zum Glück nicht. Ja, ey. Oh, scheiße. Nie wieder Sicht aufnehmen. Ja, man muss nicht absteigen. Nein. Ah. Obwohl. So unlogisch, du stapelst immer noch ein Teppich. Stimmt. Aber Hühner einfangen wieder mal zu Fuß, ne? Ja. Deine. Oh, scheiße. Danke. Danke, hat er gesagt. Danke, dass du mir beim Stapeln der Kisten geholfen hast. Das hättest du wirklich nicht tun müssen. Aber vielen Dank für deine Hilfe. Du fragst dich, ob Madison hier ist? Ich denke, sie ist oben in ihrem Zimmer. Ich werde nachschauen, sobald ich die Fische, die wir zu Abend essen wollen, gesäubert habe. Die reinigen sich schließlich nicht von selbst, es sei denn, die Familie will schuppigen Fisch essen. Okay, danke für dein Angebot, aber es ist wirklich nicht deine Aufgabe, die Fische zu reinigen. Ach so, das macht dir nichts aus, wenn das so ist, vielen Dank. Wenn du dich um die Fische kümmerst, hole ich Madison für dich. Du kannst mein Messer nehmen, um die Fische zu reinigen. Die Fische sind da drüben in einem gelben Eimer. Fische. Lecker! Nein, ich mag die nicht. Die stehen einfach mal hier. Wo? Neben hier. Wo? Man muss absteigen dafür. Nee. Ach, dort, wo die ganzen Leute sind. Ja, oh mein Gott, was für ein Messer hat denn der? Voll der Mörder. Der Regler. Was machen wir da? In der Luft, poolen? Poolen! Ich
fühlt sich so flauschig und luftig. Wir halten uns an der Hand. Halt dich an mir fest, wenn ein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest. Oh mein Gott, das war so leckerer. Eine Ewigkeit später. Das ging ja schnell. Du musst das vorher schon einmal gemacht haben. Nein, ich habe keine. Ich habe Hobbys. Vielen Dank für die Hilfe. Warte, okay, ja. Ich flausche gerne in die Luft. Ja, jetzt ist der Fisch auf jeden Fall fertig, um gegessen zu werden. Willst du nicht bleiben und mit uns essen? Okay, ich weiß, du weißt, dass du viel um die Ohren hast, aber das Angebot steht, falls du es dir anders überlegst. Du, ich war oben und habe nach Madison geschaut, aber sie ist nicht in ihrem Zimmer. Sie ist aber, so denke ich zumindest, ist hier in der Nähe. Wahrscheinlich spielt sie mit den Tieren. Wir haben Kühe, Schweine und Hennen. Und wenn Madison nicht bei den einen ist sie bei den anderen. Das Kind liebt Tiere wirklich sehr. Entschuldige, dass ich frage. Ich weiß, dass es nicht in deiner Verantwortung liegt, aber wenn du schon an den Tieren vorbeikommst, könntest du da nicht die Futtersäcke mitnehmen? Wenn du Madison schon vorher findest, könntet ihr das restliche Futter ja zusammen an die Tiere verteilen. Oh, hast du keine Hobbys? Ja, alles musst du dann alleine machen. Wo ist mein Pferd? Steht da hinten irgendwo. Ah, da. Forever alone. Forever alone. 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 Hi. Hey, was geht ab, Baby? Nichts. Müssen wir die Kühe nicht schon aufgedacht? Ja, müssen wir. Oh Mann. Aber das müssen wir doch mit Madison machen. Ja. Aber die ist nicht da. Oh, ich muss nicht abschalten. Oh. Ja, ich bin schon darauf eingestellt, ne? So. Ach, das müssen wir dann. Da müssen wir wieder nicht absteigen. Nö, wieso auch? Nö, wir füttern über.